Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Wachtelkanal. Heute geben wir dir Tipps für die Anschaffung von Wachteln. Falls du das erste Video nicht gesehen hast, dann schau in die Infokarte, dort ist es verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das erste Thema, das wir ansprechen möchten, ist, was man alles benötigt, bevor man sich Wachteln anlegt. Also zuerst einmal braucht ihr einen Wachtelstall, der groß genug für eure Wachteln ist. Ein Richtwert hierfür ist ungefähr 3 bis 4 Wachteln pro Quadratmeter. Dann braucht ihr eine Tränke, einen Futtertrog, Futter. Dort haben wir auch so ein Video gedreht zum Futter, was Wachteln benötigen. Das ist auch in der Infokarte verlinkt. Einen Grittstein braucht ihr noch, Verstecke für die Wachteln, ein Sandbad und eventuell ein paar Snacks und Ergänzungen für deine Wachteln. Das war ein grober Überblick. Wenn ihr möchtet, können wir dazu noch mal ein separates Video drehen. So, kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, und zwar Kauf der Wachteln. Beim Kauf der Wachteln solltest du darauf achten, dass die Wachteln nicht zerzaust sind, weil das heißt immer, dass sie Vorerkrankungen haben. Wenn die jetzt natürlich gerade mausern oder einfach ab und zu mal gepickt werden, ist das jetzt nicht so schlimm. Fragt auf jeden Fall nach, woran das liegt, und wenn sie keine richtige Erklärung haben, dann kauft die Wachteln lieber nicht. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass die Wachteln gut gehalten werden, das heißt, dass der Stall groß genug ist und dass sie genug Futter und Wasser haben. Und der Verkäufer sollte natürlich auch seriös wirken, das heißt jetzt nicht, dass er alles über Wachteln wissen muss, sondern dass er einfach dir gegenüber seriös rüberkommt und dass du mit gutem Gewissen dort deine Wachteln kaufen kannst. Was kostet die Anschaffung? Die Anschaffung der Wachteln kann je nach Größe des Stalls bzw. der Gruppe variieren. Deshalb nehmen wir hier mal ein Beispiel von 9 Wachteln auf 4 Quadratmetern, da wir diese Größe anfangs hatten. Für den Stall haben wir 400 Euro bezahlt. Wie sich das zusammengesetzt hat, seht ihr im Video, das kostet ein Wachtelstall, ebenfalls in der Infokarte verlinkt. Dann müsst ihr nur noch Futterkosten berechnen. Das wären bei 9 Wachteln anfangs zwischen 15 bis 30 Euro, je nach Futter. Dann kostet alles weitere an Anschaffung wie Tränke und so weiter 20 bis 25 Euro. Wachteln an sich kosten zwischen 5 und 20 Euro. Wir haben 5 Euro bezahlt. Bei 9 Wachteln macht das 45. Alles zusammen ergibt das eine Summe von 480 bis 495 Euro. Und jetzt macht Felix weiter. So, kommen wir jetzt zum letzten Punkt, und zwar Punkt 4. Und das ist einmal brüten oder kaufen und Hähne ja, nein. Also ob ihr Hähne haben wollt oder nicht. Also, kommen wir erstmal zu den Vorteilen vom Brüten. Und zwar, ihr seid euch natürlich immer sicher, dass die Wachteln aus einer guten Haltung kommt, weil ihr sie natürlich dann selber aufzieht. Außerdem bekommt ihr sie sehr, sehr schnell zahm. Also es ist nicht so schwierig, wie wenn ihr sie kauft. Aber dafür ist halt der Nachteil, dass es deutlich teurer ist. Und ja, also wir haben unsere Wachteln jetzt gekauft, aber haben natürlich auch noch welche nachgebrütet. Also unsere Erfahrung jetzt ist natürlich, dass Brüten sehr, sehr viel Spaß macht. Aber kaufen ist halt deutlich billiger, aber ist nicht immer so sicher. So, jetzt kommen wir zum Punkt Hähne ja, nein. Und wir haben jetzt zum Beispiel keine Hähne. Ihr müsst selber für euch entscheiden, wollt ihr nochmal brüten oder wollt ihr überhaupt brüten. Dann braucht ihr auf jeden Fall einen Hahn, wenn ihr es nicht künstlich machen wollt. Und ja, Hähne sind kein Muss, aber wenn ihr normal nur die Eier verkaufen wollt und das selber essen wollt, würde ich euch keinen Hahn empfehlen. Und ja. So, das war das Video zu Anfängertipps Hashtag 2 und Anschaffung von Legewachteln. Wir hoffen, es hat euch gefallen, und ciao, bis zum nächsten Mal.